aber die ganz andere Frage, wo heute ja leider auch von christlicher Seite ständig das Schlagwort Nächstenliebe gebraucht wird, ist und womit es erschlagen wird, ist die Frage, ob es gesellschaftspolitisch verantwortbar ist, diese Menschen zu uns zu lassen und zu holen. Ich habe zum Beispiel hier kürzlich bei der Podiumsdiskussion und auch in der Predigt gesagt, gehört auch zum Thema Nächstenliebe. Am Elend, an den Erkrankungen und auch am Tod der Menschen, die hier auf dem Weg von ihren Herkunftsländern nach Deutschland und Europa umkommen, sind im Grunde genommen diejenigen schuld, die diese Zuwanderung verursacht haben und die sie bejubeln und die sie befeuern. Und ganz genauso natürlich das Stichwort Nächstenliebe, das kann sich ja nicht nur auf die Zuwanderer beziehen, das muss sich ja auch logischerweise auch auf die eigene Bevölkerung beziehen. Und das ist ja etwas, was in der Diskussion mittlerweile ganz untergeht. Unsere Politiker sind doch in allererster Linie, stehen in der Verantwortung für ihr eigenes Volk. Und ich denke, dass hier eine Politik im Gange ist, die ganz offenkundig eine Politik betreibt zu Lasten des eigenen Volkes. Also ich bin der Überzeugung, nach meinem Dafürhalten, brechen diese Politiker, angefangen auch von Angela Merkel, ihren Amtseid, in dem sie ja versprochen haben, Schaden vom Volk abzuwenden und den Nutzen des Volkes zu mehren. Sie tun das Gegenteil. Das hat auch mit Nächstenliebe zu tun.